kommen wir zum nächsten Video und diesmal geht es um den Rost. So, ich habe jetzt schon ein paar Dinge an der Maschine gemacht, weil es relativ zügig gehen musste, da ich sie auch schnell für die Arbeit einsetzen wollte. Wie gesagt, das Teil hatte 27 Jahre auf dem Buckel. Zum Glück nicht so schlimm verrostet oder sonst irgendwas, es geht. Ja. Ich werde aber nach und nach die Teile ersetzen müssen, zum Beispiel die Federbeinbalke oder diese Gummis hier. Hier die Gummis, vielleicht die Griffe, die sind auch schon ziemlich hart. Hier vom Kickstarter, das Gummi ist auch nicht mehr so gut. Das sind halt so Kleinteile, da gibt es komplette Sets auf eBay für die SR50 jetzt zum Beispiel, aber nicht nur SR50, für alles, für alle Modelle, die es von Simson aus Suhl gegeben hat. Ja. Ja, wie gesagt, 27 Jahre auf dem Buckel, wie viel Vorbesitzer das Ding hat, weiß ich nicht. Da auch die Papiere irgendwann mal neu beim Kraftfahrtbundesamt beantragt wurden. Und dementsprechend, also sie wurde offensichtlich schon mal hergerichtet. Und ja, das nicht ganz so gut, würde ich mal sagen. Und die Elektrik ist auch ein bisschen verpfuscht gewesen. Das habe ich müssen ein paar Sachen umstecken, das habe ich alles schon erledigt. Die Tachobirnen waren alle korrodiert und so weiter und so fort. Tachobirnchen habe ich bestellt, gleich ein ganzes Set voll und die baue ich dann auch noch ein. Bei der ersten Fahrt, genau, sage ich euch auch noch, was passiert ist. Bei der allerersten Fahrt ist die Kette abgerissen. Ja. So, für mich sah die Kette ganz gut aus, war nicht zu stark gelenkt. Problem lag aber daran, das habe ich dann später erst festgestellt. Ja, da ist das Stück, das ist gerade da runtergefallen. Hier dieses Schlossteil. Und zwar hat der Vorbesitzer die Lasche für den Kettenschloss zu schließen falsch herum montiert. Da gibt es ja auch eine Richtung, wie man das zu montieren hat. Ja, und das hat er falsch montiert und bei der ersten Fahrt ist mir das dann abgerissen, hat mir auch meinen Lichtmaschinendeckel zertrümmert. Nicht ganz so schlimm, jetzt habe ich mir den Lichtmaschinendeckel besorgt, auch den Kettenschutz, das hat es mir auch zerrobt und gleich die Kettenschläuche, da gibt es auch komplette Sets, die Kettenschläuche, die gehen dann von hinten vom Kettenkasten, sage ich mal, jetzt bis zur Lichtmaschine vor, bis zum Lichtmaschinendeckel und bilden ein geschlossenes System für die Kette. Das heißt, die Kette ist extrem wartungsarm. Das ist auch ein Riesenvorteil. Da habe ich mir die Teile jetzt auch nachbestellt. Und ja, Kleinvieh macht natürlich Mist und auch hier kommt dann ein bisschen Geld zusammen. Und man muss selbst schrauben, weil in der Werkstatt so Sachen machen zu lassen, Leute. Nee, deshalb werde ich jetzt auch darüber Videos machen, wie man was hier montiert, macht, wartet, repariert und so weiter. Wir fangen jetzt an mit den Rostproblemen. Ja, da zeige ich euch erstmal die auffälligste Problemzone von der SR50. So, da ist dieses Blech. Das ist quasi unterm Sitz. Vom Sozius. Ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen geschliffen. Da waren nämlich überall so Bläschen. Ja? So, hier, überall. So, das rührt daher, dass unser Schutzblech hier hinten nicht weit genug herumgeht. Ja? So, da haben wir Plastik. Und hier haben wir Plastik. So, das heißt, euer Reifen bewegt sich ja so rum und der ganze Dreck und Steinchen, Sand, alles Mögliche wird hier quasi vom Reifen abgeworfen und fliegt dann da oben da dran.
So, und dann gibt das kleine Lackschäden. Das sieht man noch nicht mal so großartig. Ja. Da reichen wirklich kleinste Lackschäden, die man nicht sieht. Und dann fängt das da an zu brutzeln und gibt Blasen. Und dann sieht das nachher so aus. So, das werde ich jetzt herunterschleifen. Ich nehme dazu Schleifpapier. Was ist das hier? Ich hatte nichts mehr anderes da gehabt. Auf jeden Fall grobes A120er, grobes Schleifpapier und schleife jetzt erstmal das so weit runter. Und dann zeige ich euch, wie ich das hier weiter behandle. So, ich habe das jetzt mal eine Minute mit dem ganz groben hier angeschliffen. Und hier kommt es schon zum Vorschein. So, Moment, es blendet. Hier seht ihr schon das Ausmaß. Da, was sich da rausgebildet hat darunter. Ja, und das müssen wir jetzt alles aufschleifen. Der ganze Lack muss weg sein. Ja. So, also ich habe das Gröbste jetzt hier weggeschliffen. Bis da hinten hin zum Batteriefach. Da oben, rundherum, da unten. Ist jetzt alles weg. Da oben habe ich auch noch etwas abgeschliffen. Hier die Kante. Ihr könnt auch das noch weiter runterschleifen. Aber in dem Fall benutze ich jetzt hier ein spezielles Mittel. Das habe ich bei der Sitzbank auch schon benutzt. Und da werde ich auch noch mal richtig dran gehen. Ich habe jetzt erstmal nur den Rost, der sichtbar war, damit eingepinselt. Ihr könnt, so jetzt habe ich, ihr könnt euch von Presto Rostumwandler besorgen. Presto Stop nennt sich das, ohne Phosphorsäure. Wie genau das da funktioniert, weiß ich nicht. Ja, das wird jetzt direkt auf die Fläche aufgetragen. Bitte Handschuhe anziehen und Schutzbrille. Und dann zeige ich euch mal jetzt, wie ich das hier so auftrage. Unten drunter natürlich auch alles, was mit Rost hier versehen ist, wird damit dann eingeschmiert. So, ich zeige euch das jetzt mal anhand dieser Fläche, weil unten drunter wird es ein bisschen blöd zu filmen. Das wird eh schon blöd zu pinseln. Da ist auch schon so ein Pinsel dabei. Wenn ihr das gekauft habt, schüttelt das mal noch ein bisschen und dann könnt ihr das aufmachen. Da ist schon der Pinsel. Passt ein bisschen auf. Wie gesagt, Handschuhe anziehen, Schutzbrille bitte anziehen und dann können wir, so sieht man es jetzt, jawohl, dann können wir hier die Flächen einfach einpinseln. Wie das dann aussieht, werdet ihr noch sehen. Das ist quasi also Rostumwandler und Grundierung in einem. Wenn das behandelt ist, werde ich aber natürlich trotzdem nochmal mit Rostschutzlack drüber pinseln. Ich meine, da unten ist es eh egal, das sieht sowieso keiner. Von daher werde ich das mit dem Pinsel auftragen. So, alles schön, was ihr freigelegt habt, einpinseln. So. Bis ihr da drauf lackieren könnt, ja, dauert das so 6 bis 8 Stunden. Sollte das an der Luft trocknen, dann ist es auch richtig durch. Ihr könnt, wenn ihr wollt, fürs Gewissen, wenn man es so will, das Zeug auch nochmals auftragen. Und ganz wichtig, jetzt bin ich wahrscheinlich hier abhanden gekommen. So, jetzt nochmal. Und ganz wichtig, manchmal verhält sich das so, als will der Rost das nicht, ja? Als würde er sich dagegen wehren. Es lässt sich an manchen Stellen echt
beschissen auftragen, dann müsst ihr so lang mit dem Pinsel da dran herumrühren, bis das richtig aufgenommen ist und alles weiß ist. Ja, manchmal will es nicht, da tropft das irgendwie vom Rost weg. Hier jetzt nicht, das könnte daran liegen, dass ich die Ränder schon mal behandelt hatte. Aber ihr werdet es dann auch feststellen und dann an solchen Stellen wirklich so lange darauf pinseln, bis der Rost das angenommen hat, wenn man es so will. Ja. So. So, hier noch ein bisschen, alles schön tränken damit. Dass der Rost da nicht mehr kommt. Irgendwann wird es wiederkommen, das ist ganz klar. Ich hatte auch schon die Idee, da unten mit Bitumen danach, nach dem Rostschutzlack mit Bitumen, das zu bedecken, damit man, damit die Steinschläge da nicht mehr so heftig drauf kommen. Aber wenn wir da jetzt doch irgendeine Stelle haben, wo aufreißt, kaputt geht, ein Steinschlag durchgeht oder sonst irgendwas, sehen wir unter dem Bitumen wirklich nicht, was da vor sich geht. Da sammelt sich das Wasser unten drin, also zwischen Lack bzw. Metall, Bitumen, wie auch immer. Das fängt dann an, alles aufzubröseln und dann wandert der Rost überall unter dem Lack, unter dem Bitumen durch. Ja, und da bleibt es dann schön feucht und schön nass. Es wird, kommt immer wieder Wasser dran. Beim Auto ist das ja auch ganz schlimm. Und dann wird euch das heimlich, still und leise wegrosten. Deshalb werde ich das mit dem Bitumen doch nicht machen. Das war jetzt erstmal so eine Idee von mir. Aber das lassen wir mal. So, jetzt lasse ich das ein bisschen trocknen. Und dann zeige ich euch mal, wie das aussieht, wenn das getrocknet ist. So, ich bin jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Wie gesagt, ich habe jetzt mit dem Presto Rostumwandler bzw. auch Grundierung alles abgestrichen gehabt. Und ja, so Taschenlampe. Also es geht auch noch schöner und noch besser, aber es ist alles jetzt bestrichen und versiegelt. Die Trittbleche seht ihr auch schon, da habe ich jetzt auch schon alles, was an Rost so zu sehen war, freigelegt. Und ja, mit Rostschutzlack bzw. auch mit Presto behandelt und dann Rostschutzlack von Alpina habe ich jetzt benutzt, alles bestrichen, das muss noch abtrocknen. Und die Trittschutzbleche speziell bei der SR50, ja, das ist halt die Problematik, das sind ja diese Gummimatten quasi aufgelegt. Und ja, wenn es halt regnet, man durch Regen fährt, und, ja, dann kann es passieren, dass die Feuchtigkeit hier reinkommt zwischen Gummimatte und hier dem Trittblech und dann brutzelt das relativ schnell. So, in dem Fall ging es jetzt noch. Hier habe ich jetzt soweit alles bearbeitet, auf der anderen Seite auch. Hier oben alles, was an Rost hier an den Rändern war. Das Presto, wenn ihr das auf die rostigen Stellen auftragt, dann wird das auch quasi schwarz oder schwärzlich. Wenn ihr Bedenken habt, streicht nochmal darüber. Wie gesagt, manche Stellen mit Rost, da möchte dieses Rostschutz oder dieser Rostumwandler nicht drauf haften. Da müsst ihr wirklich drauf pinseln, so lange bis quasi, ich sag mal jetzt, der Rost das aufsaugt. Und dann verfärbt sich das schwarz und es dient gleichzeitig als Grundierung. Und auch hier die Ränder, alles hier rundherum, auch bei der Batterie hier unten, alles eingeschmiert später nach der Trockenzeit mit dem Rostschutzlack. So, da seht ihr das noch. Ja. Soweit meine Rostvorsorge. Ich werde später auch noch mit was heißt Rostvorsorge? Also jetzt ist erstmal der Rost entfernt. Rostvorsorge mache ich nochmal ein extra Video. Da habe ich auch Hohlraumwachs und alles dabei. Und dann zeige ich das euch auch noch. Und im Zuge dessen mache ich jetzt gleich noch ein Video. Und da geht es dann noch um etwas anderes. Das muss ich dann abmontieren, um auch
den Rostschutz betreiben zu können. So, meine Versiegelung ist jetzt auch abgeschlossen. Natürlich geht es optimaler bzw. viel besser. Also hier seht ihr es, da ist es jetzt alles schön zulackiert mit dem Rostschutzlack. Alles vorher behandelt mit Presto Rostumwandler. Dasselbe hier mit den Trittblechen. Hier ist es wirklich, also die Trittbleche bei der SR50, die rosten ganz, ganz schnell weg, wenn man nicht aufpasst. Hier habe ich auch alle losen Rostteile entfernt und den Lack entfernt und halt alles, was rostig war, abgeschliffen. Und dann mit dem Presto, also das hier, Rostumwandler, alles eingerieben. Dann mit dem Alpina Rostschutzlack alles schön gestrichen. Hier sieht man es, ich habe auch die Leiste hier mitgenommen, weil, ja, wie gesagt, das rostet sehr gerne und sehr schnell. Und unter der Matte ist auch gerne dann das Wasser drin. Und zum guter Schluss habe ich das Ganze noch mit Hohlraumversiegelungsspray hier alles eingesprüht. Trocknen gelassen, Matte drauf, festgeschraubt, fertig. So, okay, es geht schöner, es geht auch besser, es ist aber auch so, dass die Maschine keinen Schönheitswettbewerb gewinnen soll. Sie soll funktionieren, sie soll laufen und auf lange Sicht auch laufen, weil ja, es ist einfach nur ein Allwetterfahrzeug für die Arbeit und wie gesagt, so, ich hoffe, das hat euch soweit gefallen und dann gehe ich schon zum nächsten Video und zwar geht es dann um die Reifen. Die werde ich tauschen. Hier hinten in der Ecke stehen schon die Reifen. Und wie das dann funktioniert, zeige ich euch. Ich werde euch auch noch zeigen, wie man den Kettenschutzkasten alles entfernt und die Kettenschläuche montiert. Und mein Lichtmaschinendeckel ist auch kaputt, weil die Kette das zerrissen hatte, da sie falsch montiert war vom Vorgänger und so weiter. Also ich werde noch einige Videos machen und ja, ansonsten sag ich bis zum nächsten Video und weiterhin eine schöne Fahrt.